So, meine Herren und Damen, Servus und herzlich willkommen bei COD Infinite Warfare. Captain, Sie haben Gesellschaft beim Ausgang. Ich öffne die Tür, wenn Sie bereit sind, Sir. Danke, danke. Aber ich möchte auch sagen, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, der Sound in der letzten Folge war ein bisschen kacke. Das habe ich dann auch gemerkt, Gott sei Dank sichte ich immer die Folgen. Ich muss es jetzt trotzdem so hochladen. Sorry, tut mir schrecklich traurig, aber geht nicht anders. Wir machen weiter. Alles klar, mach auf. Hab keine Deckung. Ich übernehme das. Oh shit. Alter Schwede. Es nähern sich feindliche Schiffe deinem Sektor. Verstanden, ich passe auf. Ende. Captain, Sie haben Gesellschaft beim Ausgang. Dann mach auf. Hab keine Deckung. Ich übernehme das. Puh, Glück gehabt. Alter. Nice. Alter, alter, alter. Eine Sackgasse, Ethan! Durch den Zugangsschacht, oben links! Verstanden! Raider, wir liegen mit den Marines unter Beschuss! Da, wir werden hier durchziehen! Das wird okay, Zeit. Ich mache so schnell ich kann! Halt sie dir vom Leib! Ja, ich will hier auch nicht stehen, du Depp! Och, geh doch hoch, kurze Fix. Och, das ist doch jetzt ein Witz. Ja, müssen wir halt durch Griechen, auch egal. Oh, wow, 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 wow. Ja. Danke, Partner. Trotz dieser Lage genieße ich das, Sir. Ich auch. Das freut mich. Ich muss hier raus. Ah, da geht's nicht weiter. Oh! Sauber hier, Ethan. Gut geschossen, Sir. Sie müssen den Aufzug zur Feuerkontrolle nehmen. Es ist fast geschafft. Copy. Sie sollten an Ihrem Munitionslager vorbeikommen, Sir. Bestätigt. Was für ein Arsenal.
Holy shit. Feindliche Truppen sind auf dem Zerstörer des Lieutenants. Sir, der Eingang zur Feuerkontrolle ist direkt voraus. Achtung, es ist bewaffnetes Personal im Raum. Roger. Alter, ja, da bin ich mitten in die... Genau. Mitten in die Granate reingefegt. Ethan, feindliche Truppen sind auf dem Zerstörer des Lieutenants. Sir, der Eingang zur Feuerkontrolle ist direkt voraus. Achtung, es ist bewaffnetes Personal im Raum. Roger. Ja, komm. Bro, wo bist du denn? Fang! 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 Stirb. Alter, das war falsch. Ja, ich weiß. Terminal, Ethan. Du löst die Halterungen. Ich aktiviere die Feuerkontrolle. Sir, die SDF hat die Schalter für den Sperrmechanismus abgeriegelt. Ich kann die Relais von hier aus hochjagen und die Halterungen lösen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme zurück. Keine Zeit. Kerninterferenzen können meinen Prozessor deaktivieren. Hacken Sie sich in mein System, um mich in Bewegung zu halten. Das Hackmodul einsetzen. Ich habe Sichtkontakt zu Ihrer Position, Sir. Okay. Oh, shit. Ich bin drin. Sehr seltsam. Höchst ungewöhnlich, Sir. Was tun wir jetzt? Verteilerraum, folgen Sie den Rohren, Captain. Wir entfernen die Sicherungen, überladen die Schaltkreise, schmelzen die Relais der Schiffssperrung. Ethan, wieso brauchtest du mich dafür? Der Kern ist elektromagnetisch. Der Schock kann meinen Prozessor deaktivieren. Ich werde Hilfe brauchen, um mobil zu bleiben. Ich muss in den Verteilerraum, dann kann ich die Überladung rechtzeitig starten. Mein Chassis kann weit höhere Temperaturen aushalten, Sir. Weiter, die Zentrale ist direkt voraus. Was tun wir jetzt? Induktionsspulen in meinem Hart. Nehmen Sie den Kondensator mit.
Komm. Sieht aus, als ob er überlädt. Nichts wie raus hier. Nein, Sir. Der Kern hält noch stand. Wir brauchen mehr Energie für die Zündung. Meine Selbstzerstörung, Sir. Die Detonation wird den Kern zünden. Durch die folgende Kettenreaktion werden die Halterungen gelöst. Es muss einen anderen Weg geben. Ich fürchte nein, Sir. Ich verstehe den Konflikt, Captain. Ich bin bereit. Versprochen. Oh nein. Ethan, du warst ein Bro. Viel Glück, Ray. War mir eine Ehre, Sir. Die Ehre war ganz meinerseits, Metal 1. Ray, wir sind mobil. Aktivier die Feuerkontrolle. Die Feuerkontrolle steht. Du hast die Steuerung. Verstanden. Feuerkontrolle. Das Ziel ist markiert. Feuer auf meine Position. Feuer auf meine Position, Sorter! Das kann ich nicht sehen! Nora, beende die Mission! Das ist ein Befehl! Waffen freigegeben! Alle Stationen! Kriegsschiff hat Angriffsfeuer! Waffendrehung auf Platz 1! Feuer eröffnen! Dir den Gefallen. Ja, damit ist dieses Spiel durchgespielt. Ich muss sagen, mir hat das Setting richtig gut gefallen. Ich spiele das Spiel auch noch bis heute ab und an mal sehr, sehr gerne. Ich finde das Spiel eigentlich so ziemlich, ziemlich cool. Ja, das hören wir uns dann auch alles, wenn ich fertig bin mit meinem Urteil, können wir uns dann da mal durchhören. Aber für dieses Spiel, da es älter ist, kann ich eine komplette Punktzahl geben. Bei neueren Spielen haben wir ja unser Review-Video. Eine 9,5. Naja, eine 9, finde ich. Ja, ich bin unentschlossen. Vielleicht auch nur eine 8. Naja, ich fixiere mich jetzt auf eine 8. Weil mir waren die Story-Inhalte und das alles einfach ein bisschen zu wenig. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Und ein Punkt Abzug, weil es keinen zweiten Teil gibt. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man den Teil so krass gedisliked hat und sagt, nee,
Klar, COD hat seine Wurzeln im Zweiten Weltkrieg, aber hier haben sie mal was ausprobiert und ich hoffe, das werden sie auch weiter tun. Und dann hoffen wir mal, dass Vanguard, was ja im Zweiten Weltkrieg spielt, richtig gut wird. Das kommt ja auch auf dem Kanal. Vorher natürlich Far Cry 6. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt können wir uns mal hier die Dialoge noch kurz anhören. Sir, wir sind hinter feindlichen Linien, mitten in der Schlacht. Sie haben einen Befehl gegeben, von dem es möglicherweise keine Rückkehr gibt. Sie taten, was getan werden musste. Ich bin stolz auf Sie. Sie sind der geborene Anführer, Sir. Heute war einer der schlimmsten Tage der Geschichte. Aber wenn ich das so sagen darf, der beste Tag meines Lebens. Ich habe alles getan, wofür ich ausgebildet wurde. Und noch mehr. Zusammen haben wir für die gute Sache gekämpft. Über Titan sagten sie, wir seien Brüder. Ich wollte immer wissen, wie es ist, eine Familie zu haben. Jetzt weiß ich es. Admiral Rains hat gesagt, ein Soldat ist nur so gut wie seine letzte Mission. Wenn das hier unsere ist, dann bin ich sicher, dass wir verdammt gut waren, Sir. Besser in Flammen aufgehen, als zu Rost zu zerfallen. Metal 1, Ende. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Er war ein cooler Charakter, keine Frage. Für meine liebe Frau Olivia und meine Tochter Nisrin. Wenn ihr das hier lest, komme ich wohl nicht mehr nach Hause. Ich war auf den Tod vorbereitet. Ich hoffe, ich bin würdig gegangen. Meine Zeit ist zu Ende, aber ich war doch so gesegnet. Ich habe die perfekte Frau geheiratet. Ich erwarte eine Tochter. Was könnte ich noch mehr verlangen? Ich liebe dich, Olivia. Zeig unserem Baby die Welt und umarme sie von mir. Erinnere sie an ihren Papa. Und bitte, hab nie Angst davor, wieder dein Glück zu finden. Nisrin. Hallo, mein Schatz. Ich musste auf diesen Einsatz, bevor du geboren wurdest. Es tut mir leid, dich nicht aufwachsen zu sehen. Dein Papa wollte die Welt etwas besser machen. Deshalb gibt es dich auch. Betet für mich und versucht jeden Tag etwas Gutes zu tun. Lebt wohl, meine Lieben. Victor. Ja, ist schade, dass er auch draufgegangen ist. Er war halt einer der coolsten, meiner Meinung nach. Meine lieben Kinder. Da ihr diesen Brief nur im Falle meines Todes erhaltet, ist dies sicherlich ein trauriger Anlass. Aber bitte seht es nicht so. Für mich war unsere Existenz auf der Erde, die Zeit, die wir Leben nennen, stets ein Geschenk, das wir zur Erfüllung einer größeren Sache als uns selbst einsetzen. Jeder stirbt eines Tages. Man muss den Tod nicht fürchten. Ich habe meinen Job geliebt, aber den Krieg gehasst. Doch die wahre Mission, die ich jeden Tag insgeheim ausgeübt habe, war der Schutz von euch beiden. Vor allem und jedem, der eure Gesundheit und euer Wohlbefinden gefährden könnte. Versprecht mir, euch gegenseitig zu beschützen und genießt euer Leben in vollen Zügen. Ich liebe euch über alles. Mama. Ja, sie war ja eine der letzten, die gegangen ist. An meine geliebte Frau Sarah, meinen Sohn Noah und meine Tochter Abby. Wenn ihr das lest, bin ich, und das kann ich mit Gewissheit sagen, für eine gerechte Sache gestorben. Der Krieg kostet mehr als ein Menschenleben. Und ich habe meines gerne für die Verteidigung meiner Männer und Familie geopfert. Abby? Es tut mir leid, dass ich mein Versprechen nicht halten konnte, dass ich nach Hause zurückkehren würde. Der Glaube an deine Zukunft gab mir die Stärke, das, was uns lieb und teuer ist, zu schützen. Du wirst immer Papas kleines Mädchen sein. Noah, bleib immer aufrecht und ehrlich. Steh zu deinem Wort. Setze Gewalt nur als letzte Maßnahme ein. Du bist jetzt der Mann im Haus. Sarah, beschütze unsere beiden Kinder und
Bitte vergib mir, dass ich euch allein gelassen habe. Wenn mein letzter Atemzug nicht auf dem Schlachtfeld gewesen wäre, dann in deinen Armen. Behalte mich immer in deinem Herzen. Ja, mehr gibt es da eigentlich von Omar nicht zu sagen. Sir, ich weiß nicht so recht, wie ein Sohn seinen Vater grüßt, wenn er ihn eine halbe Ewigkeit nicht gesehen hat. Hallo, Papa. Ich konnte über die Personalabteilung in Washington endlich deine Adresse finden. Ich musste ihnen sogar meine Geburtsurkunde zeigen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich deinen Fußstapfen gefolgt bin. Ich bin zur Marine gegangen. Ich dachte, das würde dich stolz machen und wir hätten etwas, worüber wir reden könnten. Ich habe mich als Scharfschütze ausbilden lassen, aber mit der Zeit wurden meine Augen schlechter. Im Moment bin ich als Ausbilder auf dem Unserträger Retribution. Meine Mutter Sandy ist dieses Jahr gestorben. Ich bin nochmal zum alten Haus gegangen und habe ein Kästchen mit deinem Silver Star gefunden. Mutter hat ihn immer aufbewahrt. Ich war im Marine-Football-Team und habe einen Schulrekord beim Diskus aufgestellt. Sandy meinte, du hast auch Football gespielt. Wenn du noch in Tennessee leben würdest, hätte ich mal vorbeigeschaut. Auf ein Bier oder so. Ich verzeih dir, dass du gegangen bist und hoffe, du bist nicht sauer, dass ich schreibe. Danke, dass du geholfen hast, mich auf diese Welt zu bringen. Ich wollte immer ein guter Mensch sein. Maynard Griffin. Ja, ist auch von ihm natürlich mega, mega schade. Dank Gibson. Lieber Andrew, es ist Flottenwoche. Die Kriegsschiffe sind im Trockendock in der Dämmerung. Ich bin zu Hause, aber was ist das ohne dich? Ich wusste, dass ich hatte, was alle Frauen wollen. Ein Mann, der dem Leben mehr Bedeutung verlieh. Du warst meine hübsche, bessere Hälfte. Seit wir uns anblickten, dachte ich ständig an dich. Ich tue es immer noch. Bei mir hat mein innerer Antrieb mir meinen Rang gebracht, aber ich verlor meine Ehe. Bei der Marine lernt man, jede Mission abzuschließen und niemals aufzugeben. Daher werde ich dich immer lieben, ganz egal, wohin oder wann ich gehe. Danke. Es war ein Geschenk. Auf ewig in Liebe, Laura. Ja, sie ist jetzt hier sehr, sehr zu Anfang gegangen, wo wir die Olympus Mons geändert haben. Martha. Die Navy hat mein Leben zur Fernbeziehung gemacht. Alles, was ich liebe, ist so weit weg. Mein Haus, meine Tiere, du. Ich habe eine wichtige Aufgabe und bin zu allem bereit, selbst hierzu. Die Armee hat mir nicht mein Leben gestohlen. Ich wollte es so. Ich weiß, es ist nicht leicht. Weine nicht um mich oder uns. Weine um eine Welt, die nicht im Frieden ist. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Wenn ich an dich denke, rast mein Herz. Ich grinse, ich lache und alle sagen mir, dass ich glücklich aussehe. Das bin ich auch. Ich habe dich. In Liebe, Yetide. Na, es ist ein Jammer. Na, Kasch. Mama und Papa. Als ich zu den Marines ging, habe ich euch gesagt, dass ich bereit bin, mein Leben dem Kampf für eine gerechte Sache zu widmen. Wenn ich nicht mehr nach Hause zurückkehre, dann genau aus diesem Grund. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen heldenhaft gestorben bin. Und ich hoffe auch, dass ich euch stolz gemacht habe. Ich hatte mir selbst eingeredet, auf Distanz zu den Leuten hier zu bleiben. Aber das klappt nicht. Ich hatte hier keine Angst. Aber ich hatte Heimweh. Mama, ich habe letzte Nacht geträumt, dass du uns Abendessen machst und wir alle gemeinsam am Tisch sitzen. Sag Tante Joyce, dass ich sie lieb hab. Gib Bailey einen dicken Kuss von mir und einen neuen Tennisball. Wir alle hier haben Mutter und Vater. Aber Papa und du, ihr habt nur einen Sohn. Tut mir leid, dass ich es nicht nach Hause zurückgeschafft habe. Semper Fidelis. Euer euch liebender Sohn Todd.
Ja, das war der letzte große Bro auf unserer Liste, den wir verloren haben auf der Retribution. Wie gesagt, ich kann nur sagen, das Spiel ist eine Empfehlung. Nicht, weil es alt ist, sondern es war eigentlich ziemlich cool. Auch wenn es ein bisschen zu kurz war, wie immer. COD-Spiele sind ja nie sonderlich lang. Ich find's cool. Ich habe die Hoffnung, irgendwann kommt noch ein zweiter Teil von Infinite. Genauso wie von Edwards, habe ich auch gesagt. Kann ich nicht verstehen, dass das auch keinen zweiten Teil bekommen hat. Ja. Ich kann mich nur bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt ja gerne das Rest in Peace reinschreiben für die ganzen Gefallenen oder für Ethan. Was hat euch an dem Spiel sehr gut gefallen? Sagt mir eure Meinung unbedingt in den Kommentaren, die interessiert mich mega. Ihr seht ja, ich antworte auch in den Kommentaren eigentlich ziemlich immer. Aber jetzt möchte ich das Video auch schon beenden. Das letzte Video zu COD Infinite Warfare, also dieses Projekt, ist beendet. Multiplayer-Modus haben wir noch und den Zombie-Modus. Aber ob ich den machen möchte, das weiß ich noch nicht. Das könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das sehen, dann werde ich dazu mal noch was hochladen. Aber die Story haben wir durch. Wir sehen uns dann spätestens Anfang Oktober zu Far Cry 6. Es kann sein, dass ich es wieder 2-3 Tage früh vor Release bekomme. Also behaltet diesen Kanal definitiv im Auge und lasst ein Abo da. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder mit am Start seid. Also bis zum nächsten Projekt. Haut rein. Euer Kai.